Herzlich willkommen zurück, beziehungsweise ich melde mich wieder zurück. Ich habe mir ein neues Projekt gesucht mit dem Namen Shanks. Moment. Und ich habe es mir vor ein, zwei Tagen schenken lassen, beziehungsweise ich habe es geschenkt gekriegt, ganz einfach. Und ja, habe es auch innerhalb von 6 Stunden durchgesuchtet und es ist einfach nur richtig lustig und einfach nur brutal. Einfach richtig geil. Und ja, so zur Geschichte von dem Spiel. Wir sind der Typ da mit dem Messer und wir sind auf Rache aus. Und ich habe es, wie gesagt, schon gespielt und ich werde aber meine Daten löschen. So, dass wir neu anfangen. Und ich erzähle dann gleich was. So, was kleine Tolle, ihr seht da oben rechts. Alles leer. Wir haben bis jetzt noch Granaten, Kettensäge und Pistolen. Das einzige Problem ist, es gibt leider keine Untertitel. Das sind wir. What are you drinking, buddy? I'm looking for someone. Around here, it's usually someone that's looking for us. Oh, I can't wait to try out your girlfriend. He found her. Oh, God. I'd kill you now, Fred. But I want you to hear her scream. No! No! Stay! Oh, no! You a fight, Ben? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. I got your old friend Shank here at the bar. What do you want me to do with him? Finish him. Got it. Hit him! Und da sind wir. Das kleine Tutorial. Denn ich spiele es mit Gamepad. Ups, Granate verschwendet. Hier ist ein kleiner Glitch. Hier könnt ihr das ist bei jedem ganz einfach drauf tasten. Draufhauen. Aber ich würde mir zeigen, falls ihr tauchen wollt. Das war da einfach mal. Und das ist unsere Heilung. Tequila oder irgendwas, was das ist. Und es hat eigentlich so den Stil von Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Bill Bill eigentlich. Man kommt echt sehr gut rein.
finde das Spiel einfach nur geil. Nach dem Kontern könnte man auch, wenn ich es mal nicht immer verpasse. Dicken machen wir am besten im Nahkampf. Also krapschen und das machen die einen fertig. Nur wirklich fertig. Und Waffen könnte man eigentlich auch wechseln, aber man habe keine mehr. Ich habe ja meine Daten gelöscht. Manchmal ist die Steuerung auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Welche Schädel zeigen uns an, wo wir, wie man springen kann. Ich find's einfach nur geil. Aber schade, dass man... Das ist bei meinem Gamepad keine... Na. Keine Vibration drin hab. Nicht greifen, sonst einen Scheiß machen mit denen. Die kann man nur im Nahkampf oder halt im Fernkampf ein bisschen platt machen. Hier sind unsere Granaten. Die Kisten könnte man zerstören. Und mal schauen, wie weit wir jetzt kommen im ersten Part. Von dem ist meistens übelst geil. Und die Namen manchmal sind einfach auch nur der übelste Burner. Das Spiel gibt es bei Steam. Und manchmal ist das auch relativ knapp. Die kleinen Cutscenes so sind auch cool, ist cool. Übelst brutal zum Ende. Ich find's ganz cool und das hat wirklich den Touch von Kill Bill so leicht. Hier haben wir schon den ersten Bossfight.
sind übelst schwer, manche halt auch nicht. Und leider übelst krank. Weg ist der Kopf. So, wir haben leider den Falschen gekillt. Naja, passiert. Und hier bekommen wir unsere erste zusätzliche Waffe. Shotgun! Und die ist übelst geil. Ja, wir kriegen da mit Tieren zu tun. Oh. Tiere. Nee, ich bin am besten mit der Knifte. Das Projekt findet. Ob es euch gefällt oder nicht. Ich hoffe es doch. Also mir gefällt das Projekt übelst. Die Namen wirklich. Das war nicht sehr einfallsreich teilweise. Aber was ist? Ich schätze, ich kann uns da oben auch mal angucken. Das ist cool. Ich hasse die Köder.
Und diese. Weglassen hätten können. Minigun! Einmal frei. Ja. Wenn der Ton, also die Sounds noch zu laut sind in dem Part, dann nicht nur im nächsten Part wird es ein bisschen anders. Aber schade ist, dass man die nicht mehr lange hat. Weil mit Springen Köder im Spiel. Das geht überhaupt nicht. Geht. Das war's. Ah, falsche Taste. Mit so einem dicken Hatzen. Ja, jetzt kriegen wir es mal beim Minigun.
wirklich. Manchmal ist das Spiel fair, manchmal einfach nur unfair. Jetzt kommen. Naja. Der Mexikaner. Der Mexikaner. So. Guck mal nach dem vor dem Zug, machen wir einen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten. Ja, wo bist du reinkommen? Fein. Also zerhackstückelt. So. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hier an derselben Stelle. Bye bye.